Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 17 Karrieremodus mit dem VfL Bochum. Willkommen zurück zum zweiten Teil des etwas übergroßen Transferparts. Was haben wir beim letzten Mal eigentlich gemacht? Das ist eine berechtigte Frage. Ich frage mich, der letzte Part ging ja gute 1,5 Stunden und wir sind hier im Spiel, ich glaube nur nicht mal 2 Wochen virtuell vorangekommen. Da frage ich mich, was mache ich in der ganzen Zeit eigentlich? Und was ich mich noch viel mehr frage, was für Leute da draußen schauen sich meinen Bockmist auch noch an? Ich werde es niemals nachvollziehen, aber trotzdem freue ich mich umso mehr, dass ihr ein weiteres Mal eingeschaltet habt. Wie gesagt, zum nächsten Transferpart mit dem VfL Bochum. Eine Sache haben wir beim letzten Mal dann doch geschafft. Und zwar haben wir unseren allerersten Neuzugang verpflichtet. Und den schauen wir uns nochmal ganz kurz an. Und zwar ist das der gute Sarenrin Bazé, dessen Vornamen ich gerade vergessen habe. Müssen wir gleich nochmal kurz im Teambericht nachschauen. Unser erster Neuzugang also, ausgeliehen vom Ligakonkurrenten, vom Bundesliga-Absteiger Hannover 96 für ein Jahr an den VfL Bochum verliehen, mit einer Kaufoption in Höhe von 1,75 Millionen Euro. Ganz großes Talent, 19 Jahre jung, für den rechten Flügel, könnte eigentlich auch theoretisch über den linken Flügel kommen, auch wenn hier in FIFA er diese Alternativposition nicht mit angegeben hat. Auf ihn freue ich mich schon ganz besonders. Und zuallererst wollte ich ihm, bevor ich das vergesse, ihm die Trikotnummer, eine neue Trikotnummer verpassen. Und zwar, wo haben wir ihn denn? Da haben wir ihn, Sarenrin Bazé. Ich glaube, im wahren Leben trägt er bei Hannover die 37. Ich hoffe, die trägt hier keiner bei uns. Nee, trägt keiner. Deswegen darf Sarenrin Bazé auch diese Rückennummer behalten. So, jetzt mal ganz kurz in den Teambericht geschaut. Ich weiß, dass er einen Doppelnamen hat. Noah Joel. Sarenrin Bazé. Den Namen muss ich wirklich erstmal lernen, flüssig auszusprechen. Verdient an den VfL Bochum. Hier nochmal kurz seine Werte. Im physischen Bereich schon ganz gut dabei. Vor allem was Antritt und Sprintgeschwindigkeit angeht. Da bin ich schon mal sehr, sehr zufrieden. Marktwert 1,1. Wie gesagt, eine Kaufoption in Höhe von 1,75. Der in Deutschland geborene, sein Vater übrigens stammt aus Nigeria, hat also einen afrikanischen Hintergrund. Und an dieser Stelle nochmal kurz vorab, sorry, sollte ich mich ab und zu mal ein bisschen räuspern. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber bei längeren FIFA-Sessions kommt es bei mir immer vor, oder häufig vor, dass mein Hals auf einmal anfängt zu streiken. So, das soll aber nicht das Thema sein. Wir haben ja aktuell noch einen weiteren Spieler in der Pipeline, mit dem wir in Verhandlungen sind. Und zwar ist das Stefania von Dynamo Dresden. Da haben wir ein Angebot abgegeben an den Zweitliga-Aufsteiger in Höhe von 1,5 Millionen Euro plus unseren Spieler Novi Kovas, an den Dynamo Dresden schon vorher ihr Interesse signalisiert hat. Vielleicht schaffen wir es, das irgendwie in Verbindung zu bringen. Allerdings, am Ende des letzten Partes haben wir ja gesehen, haben wir ein Konkurrenzangebot bekommen für Stefaniak, nämlich vom Ligakonkurrenten 1860 München. Die haben 2,3 Millionen Euro geboten. Und ich habe so die starke Befürchtung, dass Dynamo das Angebot annehmen wird. Sollte das der Fall sein, dann haben wir ein Problem, denn dann können wir Stefaniak logischerweise auch nicht mehr verpflichten. Aber wir warten erstmal ab, bis dieser Fall eventuell eintritt. Und dann sollten wir oder müssten wir uns eventuell weitere Alternativen überlegen. So, da war schon der erste Räusperer. Ich denke daran, das im Nachhinein rauszuschneiden. Jetzt gehen wir erstmal ein bisschen im Kalender voran. Beim letzten Mal ging der Part ja 1,5 Stunden. Ich denke mal, dieser zweite Transferpart vor dem Zweitligastart wird nicht ganz so lange dauern. So, wir bekommen erstmal ein paar Abschlussberichte. Mamadou Ndjaye, Stärke 70, der Mann von Troyes, den wir momentan scouten oder jetzt fertig gescoutet haben, 26 Jahre alt, Sprungkraft 84, das sieht eigentlich schon ganz okay aus.
auch wenn seine Defensivfähigkeiten jetzt nicht so überragend sind. 1,3 Millionen Euro Marktwert und sein Vertrag läuft ja aus. Wir setzen ihn mal ebenfalls auf die Wunschliste. Vielleicht wird er zur neuen Saison ja noch ein Thema. Gucken wir uns an. Dann haben wir auch Mario Stipinski, der ehemalige Nürnberger Stürmer. Den haben wir auch fertig gescoutet. Ist bei einer Gesamtbewertung von 69. Hat ordentliche physische Attribute. Ausdauer auch nicht so besonders hoch. Ist gerade bei jungen Spielern logischerweise auch häufig der Fall, dass sie halt noch nicht so viel Ausdauer besitzen. 21 Jahre jung. Marktwert 1,5. Und hat auch relativ viel Gehalt. Ich glaube, den können wir uns leider nicht leisten. Aber er steht ja schon auf unserer Wunschliste. Und dort darf er auch erstmal stehen bleiben. Dann haben wir die nächsten Talente, die wir hier fertig gescoutet haben. Grischa Prömel vom KSC, 21 Jahre jung, hat nur, muss ich schon fast sagen, eine Gesamtbewertung von 67. Da dachte ich vielleicht sogar ein bisschen mehr. Wurde ja mit dem Olympiateam von Deutschland Olympiasieger und hat die Silbermedaille geholt. 21 Jahre jung, Marktwert knapp 1 Million, Gehalt relativ human, muss man sagen. Auch ein interessanter Spieler, der glaube ich schon auf unserer Wunschliste steht. So sieht's aus. Dort wird er auch erstmal stehen bleiben. Dann haben wir Patrick Erras, ähnlicher Spielertyp vom SNFC Nürnberg. Ebenfalls 21 Jahre jung. Ebenfalls eine 67er Bewertung. Marktwert 1,3. Warum ist der denn so viel mehr wert als Prömel? Und verdient auch noch weniger. Das ist sehr interessant, aber guck mal seine Athletikfähigkeiten. Da ist Prömel deutlich besser, technisch ebenfalls deutlich besser, schießen ist er deutlich besser, passen ist er deutlich besser und Defensive sind sie gleich. Und Mentalität ist Prömel ebenfalls stärker. Der ist in jedem Bereich stärker. Seht ihr das? Defensive sind sie nahezu gleich. Gleiches Alter. Aber warum hat Prömel nur eine 67 da? Ist irgendetwas komisch, wie ich finde. Prömel ist deutlich stärker, aber trotzdem hat er einen kleineren Marktwert, einen geringeren Marktwert. Sehr, sehr merkwürdig. Also sollten wir uns da entscheiden, einen deutschen jungen defensiven Mittelfeldspieler zu verpflichten, würde ich Prömel auf jeden Fall deutlich vorziehen. Dann haben wir Lead Paqarada, der Linksverteidiger von SV Sandhausen, der wahrscheinlich wertvollste Spieler im Verein. Gesamtbewertung 69, Marktwert 1,3. Und auch er verdient bei Sandhausen kaum Kohle. Wären wir jetzt auf der Suche nach einer Linksverteidigerverstärkung? Ich glaube, ich würde ihn gerne verpflichten, aber da sind wir momentan eigentlich ganz gut besetzt. Und Lukas Klostermann, der Ex-Bochumer, der ja vor 2 Jahren Bochum Richtung RB Leipzig verlassen hat, den können wir momentan zum aktuellen Zeitpunkt leider Gottes nicht zurückverpflichten. Marktwert 3,3 Mille mittlerweile, Gehalt 20.000 steht bei einer 72er Bewertung. So, Dynamo Dresden, das habe ich schon fast vermutet, hat unser Transferangebot abgelehnt. Grund, wir haben. Ja, der Grund ist nämlich, wir haben ein Angebot von einem anderen Team angenommen. Oh, ist das ärgerlich. Also, Stefaniak wechselt höchstwahrscheinlich, das werden wir gleich wahrscheinlich sehen, zu 1860 München, so sieht es aus. 2,3 Millionen Euro. Im wahren Leben, habe ich ja schon gesagt, ist er zum VfL Wolfsburg gewechselt oder wird im wahren Leben im nächsten Jahr zu VfL Wolfsburg wechseln. Hier wechselt er also innerhalb der Liga zum TSV 1860 München. Richtig gute Verpflichtung der Löwen. Zardes, der US-Nationalspieler, wechselt für 4 Millionen Euro. Gute Frage, was ist das für ein Logo? Ich glaube, Nancy, kann das sein? Irgendwo nach Frankreich, glaube ich. Und wen hatten wir da noch? Niang wechselt für 14,5 Millionen Euro von AC Mailand zu Tottenham nach England. Tottenham allerdings hat ja auch schon ein bisschen Geld eingenommen durch den Verkauf von Eriksen zu Real Madrid. Ach, und guck mal, hier oben haben wir jetzt auch die News bezüglich der Zweitligisten. Da können wir auch mal kurz reingucken, was die Medien so schreiben, wo sie die einzelnen Zweitligisten am Ende vermuten. Der 1. FC Nürnberg zum Beispiel, Aufstieg ist der Schlachtruf der Fans, wird allerdings nur auf Platz 4 eingestuft, der Club aus Nürnberg, die ja in der letzten Saison in der Relegation
an Frankfurt knapp gescheitert sind. Schafft 60 München den Aufstieg? Saisonprognose für die Löwen Platz 5. Die sich allerdings, haben wir jetzt auch schon festgestellt, gut verstärkt haben. Mit Stefaniak plus einen weiteren Südamerikaner für die Innenverteidigung, den sie auch schon vorher geholt haben. Also ich glaube, mit den Löwen aus München ist auch auf jeden Fall zu rechnen. Bielefeld vor solider Saison. Das ist doch auch ein Witz, oder? Solide Saison ist Saisonprognose Platz 17. Schlüsselspieler übrigens Fabian Klos bei Bielefeld. Bei den Löwen ist es Stefan Aigner, Mijo Bretschko beim Club. Außenseiter Braunschweig glaubt an möglichen Aufstieg. Die werden auf Platz 8 eingestuft. Schlüsselspieler ist hier Josef Baifo oder Baffo. Baffo heißt der Gute. Konnte ich gerade aus der Ferne nicht so sehen. Dynamo Dresden, der Aufsteiger, ist eine ruhige Saison geplant. Saisonprognose Platz 9. Schlüsselspieler ist hier Pascal Teströth, der Mittelstürmer. Düsseldorf, unser erster Gegner in der neuen Saison. Prognose Mittelfeld auf Platz 15. Was für mich nicht unbedingt das Mittelfeld ist. Aber okay, alles Ansichtssache, wie so vieles. Im Leben, okay. Was die Formation angeht, habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht. Das werde ich wahrscheinlich spontan kurz vor dem ersten Spieltag entscheiden, wie wir genau dann aufstellen werden. Aber eine Sache steht jetzt auch noch fest, bevor ich das vergesse, Transferverhandlungen. Ach, jetzt hat Dynamo Dresden, nachdem sie Stefanie verkauft haben, haben sie auch das Angebot für Novi Kovac zurückgezogen. Na toll. Gut, dann wird Novi Kovac wahrscheinlich doch erstmal bei uns bleiben. Es war ja eigentlich so gedacht, dass Novi Kovac in einem Tauschgeschäft mit Stefaniak eben nach Dresden wechselt, aber das hat sich anscheinend jetzt total zerschlagen, leider Gottes. So, dann müssen wir nochmal auf die Wunschliste, aber vorher kommen wir nochmal kurz hier bei den Scout-Berichten, denn da laufen natürlich wieder ein paar Verträge aus. Sebastian Griesbeck, defensiver Mittelfeldspieler, Marktwert 1,7. Das ist gar nicht mal so schlecht, den können wir zumindest mal beobachten. Der ist sowieso fast fertig gescoutet. In 3 Tagen ist er dann komplett. Marco Hartmann von Dynamo Dresden. Na, mit euch verhandle ich jetzt überhaupt nicht mehr. Ihr blöden Säcke. Hartmann finde ich jetzt auch nicht so interessant. Andreas Hofmann mit 30 auch ein bisschen zu alt. Ortega von 1860 München. Ja, Torhüter brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Können wir auch mal löschen. Raphael Wolf von Werder Bremen. Der Österreicher, der, ich glaube, mittlerweile sogar in die zweite Mannschaft versetzt wurde von Bremen. Ich glaube, den brauchen wir auch nicht unbedingt. Dann haben wir hier Sebastian Schuppan von Bielefeld. Vertrag läuft ebenfalls aus. Jürgen Giasola, auch ein sehr Zweitliga-erfahrener Mann, hatte schon diverse Vereine in seiner Karriere. Momentan bei Greuther Fürth und sein Vertrag läuft auch schon wieder aus. Aber mit 30 jetzt auch nicht mehr so der Perspektivspieler. Können wir auch mal direkt löschen. So, dann haben wir die Liste auch schon wieder aufgeräumt. Ein paar neue Talente wurden auch gefunden, so wie es aussieht. Zum Beispiel Felix Götze, der junge Bruder von Mario Götze, der im Gegensatz zu Mario in München geblieben ist, dort allerdings auch nur in der zweiten Mannschaft spielt. Ich glaube, den brauchen wir nicht unbedingt verpflichten, oder? Ich glaube nicht, dass er noch große Entwicklungssprünge machen wird. Ähnliches gilt für Moritz Nikolas. Josip Brekalo, ein 18-jähriger Paraguayer von Wolfsburg, der gar nicht mal so uninteressant aussieht und auf der Leihliste steht. Können wir auch mal beobachten. Jatta, den haben wir sowieso schon drauf, wird nicht. Wieso wird er nicht beobachtet? Ach stimmt, unser Scout war, glaube ich, vorhin ausgelastet. Jetzt können wir Jatta aber auch auf jeden Fall scouten. Den Mann, den ich auch sehr interessant finde. Lukas Mühl vom Club, ne. Dominik Schad von Greuther Fürth. Ismail Achsaoui, der Belgier, auch ganz großes Talent. Löschen wir aber trotzdem mal direkt von der Liste. Kotze, den möchte ich wirklich tatsächlich noch ein bisschen scouten. Und dann haben wir hier noch Nils Jonathan Körber. Junger Nachwuchstorwart von Hertha. Aber Torhüter brauchen wir eigentlich momentan keine. So, ansonsten hier auch wieder ein bisschen geklärt. Den Scout-Bericht. So, unser Budget ist jetzt wieder nach unten. Achso, natürlich, weil wir Basé verpflichtet haben, da ist unser Gehaltsbudget natürlich ein bisschen nach unten gegangen, das ist logisch. Aber trotzdem müssen wir uns jetzt wieder bemühen nach einer weiteren Offensivalternative. Wir haben jetzt noch gute 2 Wochen Zeit bis zum Zweitligastart.
Und jetzt liegt meine Primärverpflichtung, mein Primärziel doch wiederum bei der Verpflichtung eines Mittelstürmers. Denn ich kann mich, glaube ich, immer noch mit den Gedanken anfreunden, eventuell auch mit einem 4-4-2 zu spielen. Ist nur die Frage, will ich mit einem 4-4-2 spielen oder möglicherweise doch mit einem 4-3-3? Sollte ich mit einem 4-3-3 spielen wollen, dann würde es sich das vielleicht sogar doch sogar mehr anbieten, noch einen Flügelstürmer zu holen. Pascal Köpke können wir uns, glaube ich, abschminken. Er wurde ja erst im Sommer frisch von Aue verpflichtet, deswegen können wir ihn momentan gar nicht kaufen. Stepinski und Polter werden auf jeden Fall zu teuer sein. Teuchert ist mir ehrlich gesagt noch zu schwach. Vielleicht sollten wir uns tatsächlich doch nochmal auf die Suche nach einem Flügelspieler begeben. Zum Beispiel, was wäre denn mit ihm hier? Jeremy Dutschak vom FC St. Pauli. Ein weiterer Deutsch-Türke, der auch wieder ganz gut zum VfL eigentlich passen würde. Hat leider keine Alternativposition, kann nur links im Mittelfeld spielen. 20 Jahre jung. Auch ein großes Talent, definitiv. Ansonsten haben wir hier nur noch rechte Mittelfeldspieler. Green kann ich ehrlich gesagt gleich mal von der Wunschliste streichen, den brauchen wir nicht. Hat Prömel eigentlich noch Alternativposition? ZOM und RV kann er spielen, interessant. Aber leider nicht auf dem Flügel. Paccarada kann auch nicht im linken Mittelfeld, oder? Ne, er kann nur Linksverteidiger. Hat aber eine hohe Arbeitsrate im Angriffsbereich. Es sind schon einige interessante Spieler dabei, aber nicht gerade für die Position, wo ich einen suche. Ijoa von Düsseldorf hat immerhin schon eine Ausdauer von 65, das ist gar nicht mal so schlecht. Aber ich brauche gerade im Sturm einen noch etwas stärkeren oder eben doch noch einen Flügelstürmer, einen Flügelakteur holen. Jatta kann auf beiden Flügeln spielen, okay. Der Flüchtling, der ja im letzten Sommer beim HSV den ersten Profivertrag unterschrieben hat, hatte damals in den Medien auch für viel Aufsehen gesorgt. Aber ansonsten haben wir hier auch keine. Muss nochmal kurz in die Mannschaft gucken. Links hätten wir ja Weiland. Rechts hätten wir unseren Neuzugang. Sarinre Basé. Und wir hätten momentan ja auch noch Novi Kovas, der auf beiden Flügeln spielen könnte. Unser Kader, by the way, ist einfach viel zu groß. Salam und Pavlidis würde ich ja gerne verleihen. Ich glaube, Gündüz will ich am liebsten auch noch verkaufen. Auch wenn er so ein kleiner Publikumsliebling ist, der ja auch schon viel mit Verletzungen in der Vergangenheit zu tun und zu kämpfen hatte. Aber ich glaube, aufgrund unseres großen Mittelfeldangebots muss ich ihn schon fast verkaufen. Auch wenn es mir ein bisschen leid tut um den 22-Jährigen. Da steht es auch nochmal, verletzungsanfällig. 2 Kreuzbandrisse in den letzten 2-3 Jahren gehabt. Also ähnliche Schicksalsschläge wie Bochums Patrick Fabian. Bitter, bitter. Aber darauf dürfen wir nicht zu viel Rücksicht nehmen. Ich glaube, ich möchte ihn eigentlich nicht verkaufen, aber ich weiß ja nicht. Wir haben momentan die beiden auf der Leihliste, nur wie Kovas der Einzige, der auf der Transferliste steht. Der eventuell also dann doch noch bleibt. Denn Dynamo Dresden, wie schon gesagt, hat ihr Angebot zurückgezogen. Komm, wir suchen nochmal vielleicht nach Spielern für die linke Seite. Mittelfeld, linke Außenbahn, 16 bis 19. Gucken wir erstmal in der Bundesliga, denn irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass ich keine Stürmer finden werde. Und selbst wenn ich Stürmer finden sollte, dass sie nicht einschlagen würden. So, linkes Mittelfeld. Ich habe erst Odonkor gelesen. Nicht ganz. Anton Leander Donkor von Wolfsburg. Mats Köhlert, auch gutes Talent vom HSV. Auf der Leihliste. Balance schon richtig gut. Dribbling nicht schlecht. Schusskraft, Beweglichkeit. Allerdings auch von der Stärke her wahrscheinlich noch nicht stark genug, um uns wirklich sofort zu helfen. Philipp Ochs könnte uns sogar schon sofort helfen. Pulisic will es auf jeden Fall. Aber an dieser Stelle auch nochmal wieder der Hinweis. Ich spiele, ich habe es im Gefühl, dass ich das jeden Part sage,
Aber nochmal der Hinweis, ich versuche natürlich mit möglichst realistischen Transfers dieses Let's Play zu gestalten und Pulisic wäre bei aller Liebe kein realistischer Transfer. Genauso wenig wie ein Transfer zum Beispiel von Benjamin Henrichs vom Bayer Leverkusen, mehr oder weniger ja ein Senkrechtstarter, ein echter Shootingstar, der zum Stammspieler bei Leverkusen geworden ist. Solche Spieler möchte ich eigentlich nicht verpflichten. Zweite Liga, da haben wir nicht so viele Alternativen. George Davis, irgendwie erinnert mich sein Gesicht an irgendjemanden, ich kann aber nicht sagen an wen. Und er hier sieht so aus wie ein junger David Alaba, oder? David Atanga, guck mal, er hat sogar den gleichen Vornamen. Sieht aus wie so ein 14-Jähriger. Beim FC Heidenheim, ein Mann aus Ghana. Gut, dann müssen wir mal kurz wieder ein paar... Kein einziger Spieler in der Ehrendivisie? Was ist da denn los? Dann müssen wir noch mal kurz ein paar Ligen abklappern. Ob wir vielleicht noch irgendwo interessante Spieler finden. Aber es sieht momentan echt nicht gut aus. Vielleicht sind meine Ansprüche auch einfach zu hoch. Aber ich möchte natürlich den perfekten Spieler finden, der zu uns passt. Und den finden wir wahrscheinlich nicht in Spanien, leider Gottes. Mal gucken, was in der Schweiz ist. Was geht hier? Auch nicht allzu viel. Also, die Spielersuche gestaltet sich als schwieriger, als ich es für möglich gehalten habe. Mein Gott, was haben wir denn hier? Viele Ligen haben wir nicht mehr. Österreich? Aber es sind auch alle Spieler, die mir ehrlich gesagt nicht allzu viel sagen. Vielleicht müssen wir auch erstmal warten, bis unsere Scouts noch ein paar weitere Talente gefunden haben. Er hier ist auf jeden Fall ein bekanntes Talent, Liam Bailey, der Mann aus Jamaika, aus Genk, auch eines der größten Talente, zumindest was FIFA angeht. Holly Chimanga, ebenfalls von Genk. Oh, irgendwie versagt meine Stimme gerade, ihr hört es vielleicht. So, Räuspern muss ich mich anscheinend noch nicht. Aber ich glaube, ich habe mich ja schon anfangs entschuldigt. Sollte der eine oder andere Stimmbrucheffekt heraushüpfen, bitte ich das wirklich zu entschuldigen. In Brasilien gibt es anscheinend überhaupt keine Talente, die im linken Mittelfeld spielen können. Was ist denn da los? Alka Superliga ist, glaube ich, Dänemark? Fragezeichen. Ja, sieht so aus. In der dänischen Liga könnten wir uns vielleicht auch mal etwas genauer umschauen, denn der VfL Bochum hat ja auch in der Vergangenheit gerne mal dänische Spieler verpflichtet. Zum Beispiel ein Matthias Rasmussen. Erinnert mich immer so an die Band The Rasmus. Habe ich damals geliebt. Augen auf, ich komme und so. Mikkel Dülund. Aber wir können momentan, zeigt großes Potenzial. Guck mal, da haben wir jetzt, oder habe ich mehr oder weniger per Zufall anscheinend hier noch ein gutes Talent gefunden. Aber unser Scouting, oder beziehungsweise alle unsere Scouts sind momentan komplett ausgelastet. Keiner hat deswegen momentan Zeit, ihn zu beobachten. Aber den setze ich mal auf die Wunschliste. Yao Diodonne, Vertrag läuft in 12 Monaten aus. Jeppe Ockels, erst 16 Jahre jung, von Silkeborg. Im Verein seit 2016, den können wir wahrscheinlich eh nicht verpflichten. Matthias Rasmussen. Im Verein seit 2016. Okay, und Rasmus, er ist mit Vornamen Rasmus, auch interessant. Telusten aus Aalborg. Im Verein seit 2014. Also auch schon als 17-Jähriger seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Aber Mikkel Dülund, ich glaube, da sollten wir vielleicht ein Auge näher drauf werfen. Also mehr oder weniger wirklich per Zufall noch einen interessanten Spieler gefunden. In der zweiten englischen Liga sind erstaunlich wenige. Oscar Borg, Andrew Green von Aston Villa. Aber Engländer, sagte ich auch schon im letzten Part, wird schwierig aufgrund des Realitätsrismus. Des Realismus. So ist das korrekte Nomen. Mein Gott, ihr merkt schon, ich fange wieder an, Unsinn zu labern. Ich weiß, ich laber die ganze Zeit Unsinn, aber es wird immer schlimmer und immer schlimmer. Weil ich selber ein bisschen unsicher werde, weil ich einfach keine gewünschten Spieler finde. Frankreich können wir nochmal gucken. Aber da gibt es auch kaum Spieler für die linke Außenbahn. Und dann sind wir auch schon wieder alle Ligen einmal komplett durch.
Und ich stehe wieder praktisch bei 0. Ich stehe wieder am Anfang. Wir haben jetzt, glaube ich, einen einzigen Spieler noch mit auf die Wunschliste gesetzt. Und zwar diesen Dänen hier, Mikkel Dylund. Den ich ehrlich gesagt gerne beobachten würde. Ich glaube, ich werde mal kurz einen unserer Scouts wieder zurückschicken. Ist nur die Frage, wen? Deutschland, England, Holland, Frankreich will ich noch alles weiter beobachten. Komm, ich glaube, ich nehme den, der momentan Spanien beobachtet. Ich glaube, den schicke ich mal zurück. Weil in Spanien werde ich höchstwahrscheinlich sowieso keine Spieler verpflichten. Deswegen darf Vasco Prado, unser paraguayischer Scout, wieder zurück. Ist nur die Frage, können wir ihm jetzt schon wieder gleich einen neuen Auftrag zuweisen? Nämlich den, dass er Dylund beobachten soll. Ja, können wir. Prado bitten, dann soll er mal den beobachten. Vielleicht ist er ja der Spieler, den wir noch suchen. Sollten wir noch einen linken Mittelfeldspieler verpflichten, werde ich, glaube ich, tatsächlich auf ein 4-3-3-System umstellen. Und ich glaube, das ist momentan tatsächlich mein Favorit. So, gehen wir noch ein paar Tage voran. Abschlussberichte kommen rein. So, bevor wir es vergessen, erstmal das Training wieder einstellen. So, Gül Eisfeld. Stiefermann hat ja beim letzten Mal die 70 erreicht. Also die Gesamtstärke 70. Und deswegen wollen wir diesen Slot einen anderen Spieler zuweisen. Namentlich unseren Neuzugang Sarenreen Basé. Da steht auch vielversprechender Spieler, also ein weiterer Spieler, der große Sprachprobleme hat und auch kurz vor einem Stärke-Update steht. Das gefällt mir schon mal. Ist nur die Frage, was wollen wir ihn trainieren lassen? Passspiel oder vielleicht doch eher irgendwas im Abschlussbereich? Oh, guck mal, Pässe beherrschen. Er muss unbedingt seine Übersicht verbessern. Wobei, Flanken muss er natürlich auch verbessern. Flanken, lange Pässe. Perfekte Vorlagen. Sollen wir ihn das trainieren lassen? Stellungsspielabschluss ist auch wichtig. Komm, wir machen erstmal Chancenerarbeitung, würde ich sagen, dass er sich offensiv noch ein bisschen verbessert. Eisfeld möchte ich eigentlich so lange trainieren, bis er die 71 erreicht. Dann können wir, glaube ich, seine beiden Slots auch jemand anderen zuweisen. Aber jetzt erstmal simulieren wir alles wieder durch und gucken, was für eine Trainingswoche wir haben. Jo, also das gefällt mir richtig gut. Die letzte Trainingswoche war ja schon richtig gut. Aber die hier, die war ja eigentlich so gesehen noch besser. Alle 5 Trainingseinheiten mit der Note B abgeschlossen. Gökhan Gül macht richtig gute Fortschritte, Eisfeld ebenfalls. Oh, und ich sehe gerade, er hat durch diese Einheit die 71 erreicht. Wunderprächtig. Sprich, ab der nächsten Woche wird wahrscheinlich Basé noch eine zweite Einheit bekommen. Und den letzten Slot müssen wir dann mal gucken, wem wir diesen dann zuweisen. Oh, und guck mal. Unrealistischer Transfer. Jamie Wardy verlässt Leicester City. Würde er, glaube ich, im wahren Leben niemals machen. Aber hier im Let's Play macht er es. Für 25,5 Millionen Euro wechselt er zum FC Chelsea. Der Shootingstar der letzten Premier League Saison mit Leicester City. Schade irgendwie. Düsseldorf hat ebenfalls einen neuen Spieler verpflichtet, nämlich Royer oder Roy. Ich sag mal Royer für 900.000. Also die Konkurrenz, sie schläft nicht. Wir gucken nochmal kurz bei den News, was hier noch so steht. Erzgebirge Aue wird die ganze Saison kämpfen müssen. Saisonprognose Platz 8. 18, Entschuldigung. Der Verein, wo wir fast gelandet wären, ist also der krasseste Außenseiter, so wie es aussieht, der Liga. Schlüsselspieler Pascal Köpke, den wir gerne verpflichten würden, ist leider aber momentan nicht geht. Fürth Platz im Mittelfeld, Platz 13 wird als Saisonprognose vorgegeben. Marco Caligiuri ist da der Schlüsselspieler. Hannover 96 will die Meisterschaft. Beziehungsweise, ich glaube, mit dem Aufstieg wären sie auch schon zufrieden. Saisonprognose, zweiter Platz. Arthur Sobek, dort der Schlüsselspieler. Heidenheim sollte keine Probleme haben. Saisonprognose, Platz 12. Schlüsselspieler dort, Matthias Wittek. Okay. Auch interessant, das mal so nebenbei noch zu erfahren. Und ich überlege immer noch so die ganze Zeit zwischendurch, mit was für ein System ich spielen möchte. So, weitere Abschlussberichte zu Jeremiah Saint-Juste, oder wie man den auch immer ausspricht, der schon eine 72er Bewertung hat. What the fuck? Ich glaube, der ist gar nicht realistisch, dass wir dort eine Chance hätten.
So, aber jetzt kommt noch ein Spieler, den ich sehr interessant finde. Mitchell van Bergen nämlich. Was hat er denn für eine Gesamtbewertung? Schon eine 63. Für einen 16-Jährigen wohl bemerkt. Antritt 92, Sprintgeschwindigkeit 83. Wo ist seine Ausdauer? Die ist bei 58. Das ist für einen 16-Jährigen auf jeden Fall auch in Ordnung. Ist die Frage, wollen wir versuchen, den noch zu verpflichten? 16 Jahre jung. Steht auf der Leihliste und hat nur 1500 Gehalt. Hat 2 Jahre Restvertrag in Arnhain. Wisst ihr was? Den versuche ich tatsächlich mal für 2 Jahre zu verpflichten. Auch mit einer künftigen Ablöse in Höhe von 1 Million? Ich habe keine Ahnung. Hat einen Marktwert von 650.000. Da sollte das doch in Ordnung sein. Ist bei Vitesse auch nur sporadischer Spieler. Das ist, glaube ich, die schlechteste Rolle, die man im Kader haben kann. Mal gucken, ob das klappt. Wäre auch noch interessant. Ich muss mal gleich mal in der Wunschliste gucken, ob er eventuell auch links spielen könnte. Abschlussbericht zu Pele van Aanholt. Stärke 70. Okay. Auch nicht so schlecht. Und Griesbeck, was hast du für eine Stärke? 71 sogar. Der Mann von Heidenheim, dessen Vertrag bekanntermaßen ausläuft. Interessant. So, wir gucken mal kurz auf die Wunschliste. Wie gesagt, wir wollten mal kurz gucken, ob Van Bergen auch links eventuell spielen kann. Ja, kann er sogar. Sehr, sehr cool. 1,78 klein, nur 56 Kilo. Junge, du musst mal mehr essen. Du fällst ja noch sonst vom Fleisch. Arbeitsrateangriff hoch. Ich glaube, der Spieler gefällt mir. Jatta will ich auch ganz interessant finden, aber den müssen wir erstmal fertig scouten. Also meine Tendenz geht momentan tatsächlich mehr in Richtung, dass wir noch einen Flügelspieler holen und auf einen Mittelstürmer komplett verzichten. Hier sind noch 5 neue Spieler draufgekommen. Thomas Koch. Ich hoffe, der kokst nicht zu viel. Den können wir zumindest mal beobachten. Genauso wie Beto, wobei das Silber von Eindhoven, das wäre wohl zu unrealistisch. Van Bergen, damit sind wir in Verhandlung. Ranik Schob, der doch verdammte Ähnlichkeit mit Bubakar Sanogo, oder? Könnte sein jüngerer Zwillingsbruder sein. Auf jeden Fall nicht interessant genug. Giovanni Choupé, Rechtsverteidiger, sieht interessant aus von Utrecht. Können wir auch mal beobachten. Kann ja nicht schaden. Und Hidde Ter West von Twente, den hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einem der letzten FIFAs, zumindest mit auf der Wunschliste drauf. Auch den können wir mal beobachten. Schon seit 2013 mit Profivertrag. Sprich, er hat schon mit 16 seinen ersten Profivertrag bei Twente unterschrieben. Also interessante Talente, die wir da wieder gefunden haben. Und hier noch ein paar Spieler, dessen Verträge auslaufen. So, hier also noch ein paar Spieler, dessen Verträge auslaufen. Zum Beispiel Dion Malone von Den Haag. Bin mir gerade gar nicht sicher, was für eine Flagge das ist. Ist das Suriname? Könnte sehr gut sein, denn Suriname war ja früher, also ganz früher, mal eine Kolonie der Niederlande. Der sieht mal gar nicht so uninteressant aus, was die Werte angeht. Ein Rechtsverteidiger, 1,85 groß. Wisst ihr was? Den kann der gute Herr Prado ja beobachten. Der hat momentan ja ein bisschen Zeit. Wieso also nicht? Dann haben wir hier noch Bruno Andrade, Brasilianer. Ebenfalls aus der Eredivisie von Willem II. Bruno Andrade, 27. Da finde ich jetzt auch nicht interessant genug, um den genauer zu beobachten, glaube ich, oder? Ach, wisst ihr was? Auch einfach mal beobachten. Warum denn nicht? Hier haben wir noch 2 Torhüter. Lamprou, Grieche und Per Hansson, der auch nicht so begeistert reinschaut. Aber Torhüter brauchen wir, glaube ich, wirklich nicht. Haben wir erstmal wieder 2 Spieler noch zum Beobachten, die eventuell interessant für uns werden könnten. Noch ein weiterer Spieler von Willem II. Also die holländische Liga, muss ich echt sagen. Da sind wirklich viele interessante Spieler dabei. Selbst so für Zweitligisten wie den VfL Bochum. Also, da ist talentemäßig
wirklich für jeden Verein bestimmt was dabei. Was ich mir jetzt gerade noch überlegt habe, ich muss mich, glaube ich, dazu durchringen, den guten Gündüz doch zu verkaufen. Unser Mittelfeld ist einfach viel zu breit gefächert. Seit 2011 im Verein. Oh, ich möchte ihn nicht abgeben. Er hat übrigens sehr komische Augenbrauen, wie ich finde. Sieht irgendwie jetzt auf diesem Foto sehr weiblich aus. So, aber das ist nicht der Grund, warum ich ihn schweren Herzens jetzt doch auf die Transferliste setze. Unser Kader, ihr seht es ja momentan, 29 Spieler. Das ist einfach viel zu viel. Meine Lieblingskadergröße ist immer so 23, 24, maximal 25. Und dazu müssten wir ja eigentlich noch mindestens 4 Spieler abgeben. Zwei davon wollen wir immerhin noch verleihen. Und ein Neuzugang soll ja noch mindestens kommen. Also da müssten wir eigentlich noch sogar 2, 3 Spieler noch zusätzlich abgeben. Aber warten wir die ganze Sache erstmal ab. Wir haben auch noch 2 Leihspieler mit Quaschner und Canaus, die eigentlich auch gar nicht im Kader haben möchte. Aber mal gucken, wie sich das noch bis zum Ende des Transferfensters entwickelt. Eine Sache wollte ich jetzt noch mal eben gucken. Und zwar wollte ich bei einem bestimmten Verein noch mal in den Kader schauen. Und zwar in der zweiten Liga beim Absteiger VfB Stuttgart. Denn die haben unter anderem auch extrem viele Talente. Im Tor jetzt nicht, da haben die nicht so viel Interessantes. In der Abwehr haben die zum Beispiel das Eingewächs Timo Baumgartel. Den möchte ich allerdings nicht verpflichten. Benjamin Pavard, Riesentalent, das glaube ich für 5 Millionen Euro gekommen ist vom USC Lille. Muss man sich auch mal so vorstellen. Stuttgart als Bundesligist steigt in die zweite Liga ab und bezahlt einfach mal 5 Millionen Euro für so einen 20-jährigen Franzosen. John Zimmer, stimmt, der spielt ja auch noch beim VfB. Den hat man ja schon in FIFA 15 damals nach Darmstadt geholt. Hat damals leider überhaupt nicht eingeschlagen. Dennoch finde ich ihn immer noch sehr interessant. Allerdings ist er erst vor kurzem gekommen. Für 4,4 nehme ich von Kaiserslautern. Finde ich auch witzig. Zimmer und Zimmermann sind die beiden Spieler für die rechte Abwehrseite. Pavard wird hier zwar auch als Rechtsverteidiger aufgeführt, aber er ist doch allerdings eher ein Mittelfeldspieler, oder? Wenn mich gerade nicht alles täuscht. Interessant. Und Toni Sonjic jetzt haben sie auch noch, den Bosnier. So, im Mittelfeld, da haben sie einige Talente. Zum Beispiel Andrew Grigic. Ich glaube, der steht schon auf unserer Wunschliste. Den können wir übrigens auch mal beobachten lassen, den jungen Schweizer. Warum denn nicht? Carlos Manet, ausgeliehen von Sporting Lissabon, hat im wahren Leben ein unglaubliches Debüt gefeiert. Im ersten Ligaspiel für Stuttgart, ich glaube gegen Greuther Fürth war es, hat er innerhalb der ersten 5 Minuten gleich mal 2 Buden gemacht. Das nennt man dann wohl Einstand nach Maß. Matt Ristel, auch interessanter Mann. Tobias Werner, Berkay Özcan, Namensvetter von Sedi Özcan, vom Kölner. Und auch er hier ist ein relativ großes Talent. Aber da wollte ich auch nicht nachschauen, denn ich wollte im Angriff gucken. Denn da haben die Stuttgarter 4 gute Spieler. Da hat auch jemand von euch in den Kommentaren geschrieben. Ich denke mal, wenn Stuttgart mit 2 Stürmern spielt, werden Ginczek und Terodde Torschützenkönig in der Vorsaison mit Bochum, werden die beiden gesetzt sein. Dahinter haben sie dann noch den jungen Neuzugang Takuma Asano, der Japaner, beziehungsweise der ist nur ausgeliehen vom FC Arsenal. Und dahinter haben wir noch Boris Tatschi. Hat jemand von euch auch als möglichen Neuzugang vorgeschlagen? 23 Jahre alt, also zählt nicht mehr unbedingt als Talent. Mit 23 Jahren ist immer so die Grenze, ob man es jetzt als Talent geschafft hat oder eben doch so in der Schleife hängt, dass man den Durchbruch wahrscheinlich doch nicht mehr schafft. Ein Ukrainer, 1,92 groß. Wisst ihr was? Den können wir ja zumindest natürlich auch beobachten. Und ich setze ihn auch einfach mal auf meine Wunschliste. Das Scouting dauert 9 Tage, also geht auch relativ fix. Vielleicht ist er auch noch eine Alternative für den Sturm. Denn momentan fehlen uns die Alternativen. Das einzige Angebot, was gerade am Laufen ist, ist das für Van Bergen. Nicht zu verwechseln mit dem YouTuber Van Bergen, den der eine oder andere vielleicht von euch kennt. Auch ein, ich glaube, man muss
sagen, ehemaliger FIFA-YouTuber, oder? Ich glaube, der macht mittlerweile gar nichts mehr. Soll aber auch nicht das Thema sein. Habe ich damals aber gerne geschaut. So, wir haben Mittwoch, den 27. So viel Zeit ist nicht mehr. Wir können noch mal kurz Transferüberblick reinschauen, ob da noch was passiert ist. Tatsächlich, Silvestre, auch ein ehemaliger Torschützenkönig der zweiten Liga, verlässt den Club aus Nürnberg für 1,1 Millionen Euro und geht zu Pescara nach Italien. Da stelle ich mir die Frage, den hätten wir theoretisch für das Geld eigentlich auch holen können. Es muss ja nicht immer so ein Talent sein. Vielleicht so mal ein gestandener Spieler zwischen 25 und 28 oder so. Und da hätte Silvestre eigentlich auch ganz gut dazu gepasst. Dann der Wechsel von Van Beek, der junge Niederländer von Feyenoord, wechselt für 7 Millionen Euro in die Premier League zu West Brom. Und Heidenheim holt das nächste Talent mit Cameron vom FC Blackpool. Und auch Aue verstärkt sich mit Watkins, ebenfalls aus England. Und dann der Transfer von Stefaniak. Ja, den wollte ich jetzt nicht unbedingt sehen. Das ärgert mich ehrlich gesagt immer noch so ein bisschen, dass 60 München uns den vor der Nase buchstäblich weggeschnappt hat. Gut, kann man jetzt im Nachhinein nicht mehr ändern. So, und wir gehen mit großen Schritten Richtung Zweitligastart voran. Zwei weitere Abschlussberichte zu Bakary Yatta. Was hat er denn für eine Gesamtstärke? 61. Der Mann aus Gambia vom HSV. Gucke ich mir gleich mal in der Wunschliste noch ein bisschen genauer an. Und Josef Brekalo von Wolfsburg war das, glaube ich. Genau. Und er ist kein Paraguayer, wie ich vorhin, glaube ich, fehlerhaft erwähnt habe, sondern natürlich ein Kroate. Und wir haben ein Transferangebot für Novi Kovac. Mal gucken, von wem. Von Erzgebirge Aue. Ah, schön. Für die, die es nicht wissen, Novi Kovac ist damals von Erzgebirge Aue nach Bochum gewechselt. Nachdem Dynamo Dresden, der eine Aufsteiger aus dem Osten, sein Angebot dann zurückgezogen hat, probiert es der andere Aufsteiger aus dem Osten, sein Ex-Verein Erzgebirge Aue. Und die bieten sogar ein bisschen mehr Kohle, 800.000. Aber ich versuche es genauso wie bei Dynamo mal mit einem Gegenangebot in Höhe von 900.000. Sollten die Erzgebirgler das bieten, werden wir Novi Kovac für das Geld wohl abgeben. Mal gucken. Sollte das aber eintreten, brauchen wir definitiv noch einen Flügelspieler. Aber da haben wir ja mit Van Bergen noch einen an der Angel, an der Leine. Und guck mal, der nächste Top-Transfer. Emre Can für 23,5 Millionen Euro vom Klub zum FC Barcelona. Reuter Fürth verpflichtet Gardner, Bielefeld verpflichtet De La Rosa. Also die Zweitligisten auch unfassbar aktiv, verpflichten vor allem viele Spieler. Oh, und guck mal, unsere Popularität ist gesunken auf 79. Warum ist die gesunken? Was habe ich getan? Was habe ich falsch gemacht? Ich weiß es doch nicht. Und Sandhausen hat hier gerade einen extrem talentierten Spieler verpflichtet, nämlich Jamison the Fourth. Ich weiß gar nicht, soll das IV oder soll es römisch 4 bedeuten? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall von den LA Galaxies. Ein sehr talentierter US-Stürmer für 900.000. Da hat Sandhausen einen richtig guten geholt. Die Verpflichtung von Bielefeld und Fürth sagen mir ehrlich gesagt nichts. Aber die werden wir vielleicht noch kennenlernen. Morales verlässt den FC Ingolstadt Richtung Atalanta Bergamo. Wardy haben wir schon gesehen, wechselt zum FC Chelsea, ansonsten nichts Neues. Also Sandhausen, richtig gutes Talent, Respekt, SV Sandhausen. So, was wollte ich jetzt? Genau, warum ist denn unsere Popularität? Nicht Popularität, das ist was anderes. Aber warum ist unser Ansehen denn gesunken? Haben wir schon den neuen Monat erreicht? Oh, das Menü-Switchen dauert ab und zu auch ein bisschen lange. Ne, den neuen Monat haben wir noch nicht erreicht. Aber wir können mal wieder kurz in die News schauen. Wobei das jetzt nicht so viel Neues. Kaiserslautern, ein Aufstiegskandidat. Entschuldigung. Saisonprognose Platz 3. Na, das sieht im wahren Leben momentan ein bisschen anders aus. Schlüsselspieler Patrick Ziegler. Und Karlsruhe Tabellenplatz im Mittelfeld. Platz Nummer 11. Dimitris Diamantakos ist dort der Schlüsselspieler. Und jetzt, wo ich den Namen lese, den hat jemand von euch
mir auch vorgeschlagen. Und ich, wenn ich so darüber nachdenke, das wäre auch gar kein so schlechter Mann für die Mittelstürmer Position. Zweite Liga. Karlsruher SC. Angriff. Da haben wir ihn. Dimitris Diamantakos. Den haben wir auch schon fast fertig gescoutet. Und ich glaube, der ist bestimmt zu gut für uns, oder? Oh, jo. Er ist deutlich zu gut für uns. Marktwert 3,9. Okay. Die Idee können wir uns gleich mal wieder von der Backe schmieren. Mein Gott. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er so stark ist. Okay. Die Idee war nur von kurzer Dauer. Wen haben wir hier noch? Hier haben wir noch einen ablösefreien Stürmer. Ndumiso Mabena. Und wieso sollten wir natürlich Geld ausgeben, wenn wir einen routinierten Stürmer ablösefrei verpflichten könnten? Leider können wir ihn momentan nicht beobachten. Alle Scouts sind ausgebucht sozusagen. Thibaut Perret, Rechtsverteidiger, interessiert mich jetzt nicht so. Naulec Mosona, den kennt der ein oder andere vielleicht noch, der ehemalige Hoffenheimer. Der ist mittlerweile in Ostende geendet. Versteht ihr? Ich entschuldige mich. Der Mann aus Simbabwe hat richtig gute Werte auf jeden Fall. Und sein Vertrag läuft aus. Den will ich mal auf jeden Fall beobachten. Könnte interessant sein, den zurück nach Deutschland zu holen. Aber wen ich auch sehr interessant finde, ist eben er hier. Ndumiso Mabena. 29, hat also auch schon ein bisschen Erfahrung auf jeden Fall. Den behalte ich mal eben auf den Zettel auf jeden Fall. Hier sind noch Talente hinzugekommen, die wir vielleicht auch mal beobachten können. Ich muss ja nicht immer jeden sofort von der Liste streichen, aber den hier werde ich sofort streichen. Benjamin van Durmen werde ich ebenfalls sofort streichen. Anderlecht-Talente lohnt sich eigentlich immer zu beobachten. Grigic, lassen wir den beobachten. Ja, den lassen wir schon beobachten, alles klar. Ansonsten ist da kein neuer hinzugekommen. So, jetzt muss ich mal kurz mein Bein überschlagen, um eine bequemere Sitzhaltung anzunehmen. So, bevor ich es vergesse, Wunschliste. Ich wollte ja noch mal kurz nach Jatta gucken. Was er denn so viel Werte hat. Ausdauer 49. Holy shit. Ansonsten steht bei ihm nichts. Aber ich wollte noch mal den Kroaten aus Wolfsburg noch mal kurz genauer anschauen. Wo ist er denn? Haben wir den gar nicht auf die Wunschliste gesetzt? Sieht nicht so aus. Okay, auch halb so schlimm. Was mich jetzt immer noch interessiert. Oh, guck mal, unsere Finanzen sind nach oben gegangen. Wieso sind die jetzt noch oben gegangen? Vereinswert 30,15 Mille, Prognose 35,93. Einnahmen. Merchandising 1,15 Millionen, Dauerkarten 1,15 Millionen. Alles das gerade dazugekommen, oder wie? Preisgeld, Saisonvorbereitung, das ist klar. Transfers, das war ja schon vorher. Und Ausgaben, Spielergehälter minus 900.000. Also haben wir doch ein deutliches Plus gemacht in diesem Monat. Ich denke mal, die Monatsabrechnung wurde schon durchgeführt, oder? Nehme ich jetzt einfach mal stark an. Ach, da sehen wir es. Sehen wir da auch ein Datum, wann das gemacht wurde? Trikotverkäufe? Ach, und guck mal, da hat mich auch jemand darauf hingewiesen, dass man hier bei den Transaktionen, bei den Trikotverkäufen sehen kann, von welchen Spielern die meisten Trikots verkauft wurden. In dem Fall vom Kapitän Felix Bastians, dann Thomas Eisfeld und dann auf Platz 3 schon Stefano Celozzi. Interessant. Ach, und das ist jede Woche. 109.000, 109.000. Ach, und dann ist die Übersicht bei den Einnahmen der Insgesamtwert. Wir haben in der aktuellen Saison bis dato mit Merchandising 1,15 Millionen Euro eingenommen und insgesamt auch mit den Dauerkarten 1,15 Millionen eingenommen. Ich glaube, ich fange an zu verstehen. Dauerkarten. Bislang verkaufte Dauerkarten 6.152. Oh, guck mal, das Stadionverfassungsvermögen spielt natürlich auch eine Rolle. Das ist natürlich krass. Da stelle ich mir gerade die Frage, haben wir auch die theoretische Möglichkeit, unser Stadion auszubauen? In irgendeinem FIFA-Teil, ich glaube, es war in FIFA 12, FIFA 13 oder so,
war das damals möglich. Da fand ich das System richtig nett. Da konnte man zum Beispiel eben das Stadion ausbauen, das Stadionumfeld konnte man, glaube ich, ausbauen und noch diverse andere Sachen. Trikotverkäufe in dieser Woche, Bastians und Eisfeld scheinen die beiden beliebtesten Spieler bei uns zu sein. Tim Hoogland da auf Platz 3, da wieder Zelotzi auf 3, da Zelotzi auf 3. Und das war's dann auch erstmal. Okay, Budget können wir nochmal kurz gucken. Transferbudget momentan 4,4. Also wir haben schon ein Plus auf jeden Fall gemacht, aber warum ist unsere Popularität, unser Ansehen denn gesunken auf 79? Das verstehe ich nicht so ganz. Aber da könnt ihr mir bestimmt, hier können wir vielleicht mal kurz gucken. Aktuelle Steigerung 1%. Ah, da könnt ihr mir vielleicht in den Kommentaren helfen. Oder darauf aufmerksam machen, woran das eventuell liegen könnte. Ich kann es mir ehrlich gesagt gerade nicht erklären, aber ist auch nicht so wichtig. Wenn wir gut in die zweite Liga starten, spätestens dann ist das eh alles wieder vergessen. Und wir haben übrigens nur noch eine Woche bis zum Zweitligastart. Es wird langsam ernst. Und guck mal, Noah Joel, Sarenrehn, Basé hat schon mal einen Stärkepunkt hinzugewonnen. Sehr, sehr schön. So, gehen wir noch ein bisschen voran. Dann kommen wir nämlich gleich auch in 9 Monaten an. Nämlich genau jetzt. Die Simulation wird gestoppt. Und monatliches Scouting-Update. Wir haben jede Menge neue Mails bekommen, die wir natürlich alle jetzt durchlesen müssen. Von Herrn Wittmer. Am Anfang finden Sie meinen Scouting-Bericht für diesen Monat. Dann gucken wir mal drauf. Er hat einen ganzen Spieler gefunden, Dragutin Wittmer. Erich Horn. Oh, wieso muss der Erich heißen? Erich, müsst ihr wissen, ist der schwulste Name, den es gibt. Vorne er, hinten ich. Und dann auch noch Horn. Oh Gott, das ist wirklich kein schöner Name. Aber guck mal, sein Potenzial. Der scheint gar nicht mal so schlecht zu sein. 16 Jahre jung, momentan zwischen 53 und 71. Potenzial 69 bis 93, das ist mal richtig gut. Das ist so gut, dass ich ihn, glaube ich, sogar gleich verpflichten möchte. Wähle aus, ob du den Spieler verpflichten oder aus dem Scouting-Bericht entfernen möchtest. Spieler verpflichten natürlich. Oh, haben wir ihn schon verpflichtet? Hä? Ich bin verwirrt. Haben wir den jetzt verpflichtet? Ohne was zu bezahlen oder so? Und Herr Weibel hat ebenfalls sein Scouting-Update geupdatet. Wen haben wir hier? Severin Thomann, ein Schweizer, Potenzial 67 bis 91, ja. Und Thomas Utzinger, 58 bis 80, ist jetzt leider nicht so stark. Ich glaube, den können wir mal direkt ablehnen, oder? Und ihn hier lassen wir vielleicht erstmal noch mal ein bisschen weiter scouten. Die derzeit im Bericht erwähnten Spieler werden weiterhin beobachtet. Ja, genau so machen wir das. So, Aue hat geantwortet auf unser Transferangebot und die bieten weiterhin nur 800.000. Kommt Leute, ein bisschen entgegenkommen könnt ihr doch mal. Ich feische jetzt um die 50.000. Zumindest ein bisschen entgegenkommen können sie uns doch. Notfalls würde ich Nobi Kovas eben auch behalten. So, Pressekonferenz. Herr Eugen Eukalyptus, die Medienvertreter haben sich im Presseraum versammelt. Bitte lassen Sie mich wissen, ob Sie an der Pressekonferenz teilnehmen möchten. Und ich denke mal, im FIFA 17 Let's Play hier mit Eugen Eukalyptus werden wir jetzt immer regelmäßig an den Pressekonferenzen teilnehmen. Im FIFA 16 war Dani Dattler ja sehr medienscheu und hat deswegen immer alle Pressekonferenzen gemieden. Aber Eugen Eukalyptus ist da ein bisschen anders aufgebaut. Und ich würde sagen, was würde ich denn sagen? Irgendwie funktioniert meine L- und R2-Taste nicht. Kann ich nicht zu den Spielern von Bochum wechseln? Oder muss ich, Also muss ich jetzt hier drauf? Ah, okay, so funktioniert das, alles klar. Aber ich würde sagen, für den Anfang motivieren wir erstmal unser Team. Die Vorbereitung lief natürlich nicht optimal, das ist uns allen klar. Aber erst im nächsten Spiel geht es um die Wurst, da geht es um Punkte. Und da wollen wir uns nochmal voll drauf einstimmen. Abschlussbericht zu Rivaldo Kötze. Ach, das war der Innenverteidiger von Betis. Auch ein Südafrikaner. Interessant. Wisst ihr was? Den setze ich auch mal auf die Wunschliste.
Auch wenn wir keine Innenverteidiger momentan eigentlich brauchen. Und Vitesse Arnhem hat geantwortet. Oh, die angegebene Gebühr ist in Ordnung. Wir hadern allerdings noch damit, ihn befristet ziehen zu lassen und ihn dann doch eventuell komplett zu verlieren. Es sieht so aus, als würden wir Mitchell van Bergen bekommen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie hoch unsere Kaufoption war. Ich vergesse das immer. Aber ich glaube, die war 1 Million, oder? Das wäre echt krass. Dann haben wir noch einen weiteren Flügelspieler verpflichtet. Würde mich extrem freuen, muss ich sagen. Was mich auch extrem freuen würde, wenn wir jetzt eine neue Trainingseinheit starten würden. Und das machen wir jetzt auch. Erstmal werden wir Eisfeld löschen. Also seine Trainingseinheit werden wir selbstverständlich löschen, nicht ihn selber. Ich glaube, Weiland hat auch ein Stärke-Update bekommen. Ich muss gleich mal in den Teambericht schauen. Ich glaube, ich habe so das Gefühl, dass sich hier einiges verändert hat. Auf jeden Fall erstmal Basé. Für ihn brauche ich unbedingt einen Spitznamen. Ich möchte nicht jedes Mal Sarenrein Basé sagen. Er braucht irgendwie einen schönen Spitznamen. So, du bekommst auf jeden Fall deine zweite Einheit. Ich glaube, ich möchte dir Flanken. Genau das, Flanken und lange Pässe beibringen. Perfekte Vorlagen. Dann hat der gute Basé seine zweite Einheit. Und dann ist noch die Frage, wer bekommt die letzte? Davidovic, der hat auch einen Stärkepunkt hinzubekommen. Ich muss echt gleich mal in den Teambericht schauen. Davidovic ist ja leider nur ausgeliehen von Benfica. Wollen wir da noch jemanden anderen trainieren lassen? Vielleicht jemanden, der kurz vor einem Stärke-Update steht, nur wie Kovac zum Beispiel. Allerdings steht es ja bei ihm noch in der Schwebe, ob er überhaupt bleibt. Giramera, wieso nicht? Unser junger Rechtsverteidiger, der darf noch ein bisschen was trainieren. Ist nur die Frage, was? Warum nicht? Seine Defensivfähigkeiten darf er mal ein bisschen verbessern. Und dann simulieren wir einmal wie immer alles durch. So, herum. So, wieder eine gute Trainingswoche. Vor allem von Gülkan Gül, der einen Stärkepunkt hinzubekommt. Note A und Note B. Also Gül, richtig gute Trainingsleistung. Ebenfalls von Basé, Note B und C. Giramera nur die Note D, aber auch noch in Ordnung. Trotzdem wieder eine schöne, erfolgreiche Trainingswoche. 4 Tage vor dem Zweitligastart in Düsseldorf und ich bin so langsam echt ein bisschen aufgeregt. Stuttgart schlägt auch nochmal auf den Transfermarkt zu. Kayo, ist das der ehemalige Frankfurter? Ich glaube schon fast ja. Für 4,5 Millionen Euro von den Grasshoppers aus Zürich, während Iborra zu Atletico Madrid wechselt. Und Hoffenheim Radovanovic verpflichtet von Chievo Verona für 4,8 Millionen Euro. Eukalyptus sagt, Spieler sollen ihre Köpfe benutzen. Genauso sieht es aus. Gündüz sucht neuen Verein. Ach, ungewollt. Dresden verhandelt mit Novi Kovac. Das ist schon nicht mehr ganz aktuell. Transfer-News. Nochmal kurz gucken. Stuttgart gewinnt Rennen um Kayo. Das haben wir schon gesehen. Mainz verhandelt mit HSV über Lasogga-Wechsel. Auch interessant. Wäre ein interessanter Transfer auf jeden Fall. So, aber jetzt wollte ich mal in den Teambericht schauen. Denn ich glaube, da haben sich tatsächlich schon ein paar Spieler verbessert. Zelotti hat sich so ein bisschen verbessert. Gül jetzt schon 3 Stärkepunkte hinzugewonnen. Kurzer Pass plus 9. Übersicht plus 8. Nicht schlecht, nicht schlecht. Bastians minimal verbessert. Genauso wie Pertl, sehr schön. Dann Toni Lucida, der Publikumsliebling. Stiepermann auf eine 70 hoch. Guck mal, Kevin Stöger ebenfalls auf eine 70 hoch. Eisfeld auf eine 71 hoch. Weiland ebenfalls einen Stärkepunkt hinzugewonnen. Freut mich sehr. Lappa hat sein Passspiel ein bisschen verbessert. Das ist auch bitter, bitter vonnöten. Dann siehst du da, habe ich schon wieder die Sprachfehler bei Sarenrein Basé. Ich brauche unbedingt einen Spitznamen für ihn. Dann Felix Sonnebusch, unser zweiter Torwart. Bandowski ein bisschen verbessert. Wurz ebenfalls, der eine gute Vorbereitung gespielt hat, wie ich finde. Wüterer ein bisschen verbessert. Merkel, Patrick Fabian, Leitsch, der 18-jährige. Kompala, unser dritter Torwart. Kanaus ein bisschen verbessert. Pavlidis einen Stärkepunkt hinzugewonnen. Freut mich, genauso wie Salam, den wir gerne verleihen wollen würden. Giramera ein bisschen verbessert. Davidovic auf eine 69 hoch, Kwaschner ein bisschen verbessert, Gündüz ebenfalls, Novi Kovac, die beiden, die auf der Transferliste stehen. Und Hochland hat sogar schon einen Stärkepunkt verloren. Auf eine 71 runter, der 31-Jährige.
weil er sich in zwei Werten versteckert hat. Guck mal einer an, so schnell geht dann die Gesamtstärke ebenfalls nach unten. So, weitere Spieler wurden gescoutet. In Frankreich, so wie es aussieht. Vincent Marcel von Nizza, den Überraschungstabellenführer im wahren Leben aus der Ligue 1. Das können wir auch mal beobachten. Jean-Thierry Lazare Amani, immer diese Doppelnamen, ach, den beobachten wir ja schon. Johanne Wisser, können wir mal löschen, denke ich. Alexis Lallière, der bekommt keine starke Karriere. Pereira Lage, der checkt die Lage. Nicolas Kotschik, Torwart brauchen wir nicht. Jeremy Gelin, Torwart brauchen wir nicht. Mathieu Cafaro, wieder ein Spieler von Toulouse. Hatte ich ja schon in einem der letzten Parts gesagt. Toulouse hat eine unfassbare gute Jugendarbeit. Können wir vielleicht auch mal beobachten, warum denn nicht, nicht wahr? Und hier noch ein paar Spieler, dessen Verträge auslaufen. Georges Melfleury. Der Name sagt mir auch was. Der ist uns auch schon mal irgendwann in einem der letzten FIFA-Karriere-Modi begegnet. Da bin ich mir sehr sicher. Vom FC Tour. Florian Makhdjouf, Algerier von den Red Star FC. Zweite französische Liga. John Chibombo von Ajaxo, Kongolese. Kevin Périgot, Montpellier, alles nicht so interessante Leute. Cédric Avinel, der sieht aus wie 40. Den müssen wir auch nicht unbedingt verpflichten. Aber können wir ihn jetzt beobachten. Ndoumiso Mabena, wie lange dauert seine Beobachtung? 9 Tage. Okay, vielleicht werden wir sogar noch einen ablösefreien, also einen vereinslosen Spieler verpflichten. Wer weiß. Transferüberblick, wollte ich auch noch mal kurz gucken. Ob da noch was Interessantes passiert ist. Gajal wechselt zum AS Saint-Étienne. Ansonsten nicht so viel passiert. Aber was ich mich immer noch frage, was mich echt irritiert, warum das auf 79 gesunken ist. Okay, jetzt sind wir auch offiziell im neuen Monat. Der Monat August, meine Freunde. Die ersten 4 Spiele erwarten uns. Und am 31. August natürlich auch das Transferfenster, das schließt. Danach haben wir erstmal ein bisschen Pause, bis zum nächsten Spiel gegen St. Pauli. Bis dahin wird bestimmt noch ein bisschen was passieren. Gehen wir erstmal noch ein bisschen voran. Abschlussbericht Grigic. Können wir uns mal ganz kurz angucken. Schon bei einer Gesamtstärke von 65. Auch nicht schlecht. Und schon relativ ausgeglichen. Aber er scheint eher der defensive Mittelfeldspieler zu sein. Gut zu wissen. Eins der vielen Stuttgarter Talente. Und Vitesse Arnhem, Laie mit Kaufoption Entscheidung. Wir haben uns letztlich dazu entschieden, mit Schill van Bergen ihren Club auf Leihbasis zu überlassen. Sie haben anschließend die Option, ihn für 1 Million Euro zu kaufen. Der Spieler wird in Kürze zu ihnen stoßen. Sowas liest man doch gerne. Und da haben wir... Ach, jetzt habe ich eine 2-Jahres-Leihe gemacht. Ich hoffe mal... Ich hatte es, glaube ich, schon im letzten Part angesprochen. In FIFA 16 gab es ja diesen Bug mit den 2-Jahres-Leihen, dass man da die Kaufoption nicht ziehen konnte. Und ich habe ehrlich gesagt gerade Schiss, dass der Bug immer noch da ist. Ach, wisst ihr was? Wir riskieren es einfach. 1 Million Euro wird sowieso stark davon abhängen, ob wir die Kaufoption ziehen können, ob wir in der nächsten Saison in der ersten oder in der zweiten Liga spielen werden. Von daher mal abwarten. Auf jeden Fall haben wir den nächsten Neuzugang, den wir uns nochmal ganz kurz anschauen. Und unser Kader wird größer und größer. What the fuck? Der ist wirklich viel zu groß. Und ich glaube, wir haben momentan im Kader nicht mal einen Platz für ihn. Für den guten Van Bergen. Abfangen 18, Ruhe 46. Also mental muss er sich auf jeden Fall noch verstärken. Aber körperlich, physisch schon ganz gut dabei. Hat allerdings nur eine körperliche Stärke von 32. Aber kein Wunder, denn wir haben ja schon in diesem Bericht gesehen, er wiegt gerade mal 56 Kilo. Also er ist ein echtes Leichtgewicht. Mit seinen 16 Jahren. Kann auf beiden Flügeln spielen und hat die Eigenschaft frühes Flanken. Das ist doch auch mal ganz cool. Okay, da haben wir also den zweiten Neuzugang ebenfalls für die Flügel. Und ja, ich bin immer noch am überlegen, wollen wir tatsächlich mit 4-3-3 ins erste Spiel gehen? Ich werde es wahrscheinlich erst wirklich kurz vor dem nächsten Part entscheiden. Was mache ich hier eigentlich gerade? Genau, ich wollte zu den Trikotnummern.
Ich bin schon wieder voll verwirrt. Bist du doch immer Killer. Ja, ich weiß. So, ist nur die Frage, welche Rücknummer ist noch frei? Ich habe keine Ahnung. Ich gebe Ihnen einfach mal die Nummer 40. Die ist zum Glück noch frei. Der 16-jährige Niederländer wird mit der Rücknummer bestimmt schon einverstanden sein. So, da waren es nur noch 3 Tage. 2 Neuzugänge konnten wir immerhin schon präsentieren. Und ich glaube, ansonsten sind wir momentan ja auch mit niemandem sonst am Verhandeln. Bis auf eben Novi Kovas. Da verhandeln wir ja noch mit Erzgebirge Aue über einen möglichen Verkauf. Aber ich lege mich schon mal fest, ich glaube, einen Stürmer möchte ich trotzdem noch gerne verpflichten. Das wird allerdings nicht mehr bis zum Start gegen Fortuna Düsseldorf geschehen und wahrscheinlich auch nicht bis zum Pokalspiel 2 Tage später, wo wir ebenfalls gegen Düsseldorf spielen. Und guck mal Erzgebirge Aue an, wie fair sie verhandeln. Sie gehen einfach keinen Schritt nach oben. Wisst ihr was, dann nehmen wir das einfach mit den 800.000 jetzt an und hoffen, dass Novi Kovas zu seinem Ex-Verein zurückkehren wird. Jetzt haben wir noch einen Abschlussbericht zu Tachi, falls man ihn so ausspricht, ich hoffe schon. Hat nur eine Gesamtstärke von 65. Das ist mir ehrlich gesagt für einen 23-Jährigen ein bisschen zu schwach. Können wir direkt wieder entfernen und warten vielleicht auf den Abschlussbericht vom Südafrikaner, der momentan vereinslos ist. Vielleicht hilft der uns ja noch ein bisschen mehr. Und die nächsten Top-Transfers passieren. Castro zum BVB, der Namensvetter von Gonzalo Castro. Thomas wechselt zu Stade Rennes. Ricardo Rodriguez verlässt den VfL Wolfsburg und die Bundesliga für 32,5 Millionen Richtung Paris. Und Jürgen Klopp verkauft seinen nächsten Star, Felipe Coutinho, für knapp 60 Millionen wechselt er in die Bundesliga zum FC Bayern. Wow, wow und nochmals wow. Ayan vor seinem Debüt bei Fortuna Düsseldorf. Das wird so eine Nachricht sein, die wir beim nächsten Mal erfahren. Aber ich denke mal schon, dass er von Anfang an spielt. Bei den News können wir nochmal ganz kurz vorbeischauen. Beim VfL Bochum eine ruhige Saison geplant. Wow, guck mal, unsere Saisonprognose. Das Team von Eugen Eukalyptus wird auf Platz 16 eingeschätzt. What the fuck? Schlüsselspieler Felix Bastians. Gucken wir mal ganz kurz durch, was da sonst noch steht. Halten Sie Ausschau nach dem jungen Noir Joel Sarenrein-Basé. Er wird bald in Erscheinung treten. Selbst die Medien wissen da schon Bescheid, dass er bald in Erscheinung treten wird. Da haben wir ihn nochmal, den guten Noah Joel Sarenrein-Basé. Ich brauche immer noch einen Spitznamen für den jungen Mann. Gut, liebe Freunde, aber ich würde sagen, neue Spieler haben wir, glaube ich, noch nicht dazu bekommen. Mabena ist noch nicht fertig gescoutet, das dauert noch 5 Tage. Okay, so lange bis zum zweiten Spieltag müssen wir uns da also noch gedulden. Okay, liebe Freunde, aber ich würde sagen, damit machen wir den nächsten Cut, den nächsten Schnitt. Die Transferphase ist zwar noch nicht ganz vorbei, aber wir sind schon mal, was die Kaderplanung angeht, mit großen Schritten vorangekommen. Das Einzige, was jetzt eigentlich noch fehlt, ist ein Stürmer. Allerdings, welcher Stürmer kommen wird, das werden wir erst in den nächsten Folgen erfahren. Jetzt heißt es erstmal volle Konzentration auf das Wesentliche und das ist der Fußball. Es geht beim nächsten Mal wieder um Punkte. Was heißt wieder? Es geht das erste Mal um Punkte. Das erste Pflichtspiel steht an für Eugen Eukalyptus und seinem VfL Bochum. 2. Fußball-Bundesliga, 1. Spieltag. Wir sind zu Gast in der schönen Hauptstadt Nordrhein-Westfalens in Düsseldorf. Und aus dieser Stadt wollen wir möglichst 3 Punkte mitnehmen. Ob uns das gelingt? Das allerdings erfahrt ihr nur, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bei Let's Play FIFA 17, Karrieremodus mit dem VfL Bochum. Ich hoffe, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. In dem Sinne, Glück auf und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, sagt euer Killer.